Ach du Gesicht, ey. Kennst du Fields of Isis? Ja, ist aber auch eine winzige Karte. Ja, aber das ist doch eine geile 101-Karte, oder? Sollen wir mal? Können wir machen, wenn du kannst. Die kann ich übrigens. Also, hier habe ich. Das ist eine Map, die habe ich immer verloren. Die ist auch schwierig zu spielen. Der Marco, der hält das aus. Außerdem hat der Marco mich schon in genug anderen Spielen vernichtet. Ja. Ha, hehe. Also bei Fields of Isis ist von der Startposition so, dass du deinem Commander viel Arbeit geben kannst, ohne dass er sich bewegen muss. Und dadurch ist er ganz schnell gewesen, Ding. So ungefähr. Was machst du da? Nix. Irgendwo müsste man doch auch sehen, wenn man untätige Arbeiter hat. Weiß ich auch nicht mal, wie das geht. Ja, rechts am Bildschirmrand hast du das. Okay. Also Kommandoeinheit und direkt darunter dann untätige Techniker. Ich hab keine.
Aha! Das kam unerwartet. Krass, da Marco. Puh. Doch, doch, Ulf, ich lese schon noch ein bisschen mit, aber das ist echt schwierig hier in dem Spiel. Also das Multitasking. Beziehungsweise komm du mal so her. Komm, 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 komm.
Oh, lame Abwehrtürme, ey. Willst du auch nicht anders machen, wenn du nicht eigentlich irgendwas anderes machen kannst, gerade. Wenn du einen schnellen Spieler hast, musst du ihn ausbremsen. That's what she said. Abfangjäger ohne Sprit. Ja, die fliegen schon eine Weile. Sieh ich. Frag mich, was du da an deinem Eck da machst. Wie baut man denn nochmal diese Auftankplattform? Gibt es sie bei T2 nicht? Nicht. Boah, ich steh nicht. Ach, das hat man geändert. Mhm. Okay. Das war vor 2 Jahren noch nicht so. Ja. Das haben sie in den letzten paar Monaten geändert. Was du alles weißt. Ja, ich hatte wohl mal gespielt. Thank you.
So, jetzt haben wir wieder beim Thema Map Control. Jetzt wird es natürlich schwierig, wenn du nicht irgendeinen fiesen, miesen Plan hast. Wie ist dein Masse minus? 82. Minus 5. No. Bei mir? Mhm, ja. Ah. 7. 9. Ach Gott, du greifst mich an. Ich sterbe nicht so schnell. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie kann man alle Landeinheiten auswählen? Ich weiß nicht, was ich meine. Okay, die habe ich nicht gesehen. Ich hab Map Control, keine Sorge. Alles cool bei mir. Du bist ja an allem. Du bist ja Gott sei Dank an meinem Commander vorbeigerannt. Ich hab keine Interesse gehabt von deinem Commander, aber ich will erstmal eine Mystery bekommen. Ach ja, Scheißdreck.
Mein Gott, bin ich langsam. Komm schon. Ich kann mit einem Dreier-Techniker auch kein Dinggebäude bauen für die Flugzeuge. Oder darf es kein Landtechniker sein? Unter Tech 1. Was? Tech 1? Tech 1. Ach so! Oh Mann! Grüß Gott. Hi Lukas. Lukas, spielst du Supreme Commander? Du kannst doch alles. Dem würde ich das zutrauen, dass das ein Spiel für ihn ist. Ja, zutrauen ja, aber was man macht, das weiß ich nicht irgendwie. Wow, jetzt habe ich keinen Strom mehr. Ich habe Strom, aber kann ich messen. Cool. Lukas, beim nächsten Mal bist du am Start. Geholt oder was? Hä? Also, hat er das geholt oder was? Hat gesagt, er muss nur noch kaufen, aber heute nicht mehr.
Alter, ich hasse T3. Ist eigentlich keine Luft? Hm? Hast du keine Luft? Nix, alles gut. Ja, geh wieder in deinen Bunker. Also ich habe die CD noch im Schrank gehabt und ich glaube, der Lukas hat für 10 Euro auf Steam gekauft, oder? Irgendwann mal. Der Marco. Natürlich. Ich habe die CD rumliegen. Du hast auch noch eine CD rumliegen? Ja. Es gibt aber auch, ich glaube, ich habe gesehen, es gibt Steam Keys für 99 Cent auf Amazon. Ja. Also nicht direkt über Steam kaufen, sondern über Amazon für Steam kaufen, das ist der Trick. Dann zahlst du nur 1 Euro. Was? Ich fühle mich ein wenig böse, wenn ich so Wer redet da?
gibt Sprüche in dem Spiel. Wenn du die richtigen Ziffern mit dem Slash ausführst, dann gibt es Sprüche. Ich würde mich ein wenig mit den Ziffern vergleichen. Ups, reicht das? Ja. Ach du Gesicht, ey! Jetzt hast du das auch noch entdeckt. Was anders. Eine T3-Panzer geben ganz schön viel Masse. Ich weiß, das wäre eine Masse. Da können wir 40 Masse festlegen. Die sind in Prozentzahlen gewesen. Der wird auch schon viel. Ja, von minus 200 auf plus 200. Geil, ich wollte wissen, was du baust, jetzt sehe ich deine Gebäude und weiß es trotzdem nicht. Scheiß Seraphim.
Wir spielen Watch Dogs Legion zusammen, Lukas. Ich glaube, das ist eine geile Idee. Das müssen wir anders machen. Wo wird hier geschossen? Wo? Oh. Wo wird hier geschossen? Das wird gar nicht mehr geschossen. Hier schieß nur ich, dass das gleich mal klar ist. Die Abwehr zu knacken kann dauern. Nö, die Abwehr ist gleich geknackt. Alles gut. Jetzt baut er da T3. Feigling. Was? Feigling. Feigling? Ja, gib dir gleich Feigling. Ja, komm her. Mach endlich kurz den Prozess. Dann. Ich bin gleich da. Uno momento. Mit dem, was du da hast, kannst du schon locker. Hä? Mit dem, was du hast, kannst du mich schon locker gehen. Ich brauche nur eine Einheit. Nee, und die schießt ab jetzt. Wenn du willst, also sofort, bitte. Ja. Was ist los? Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn, das weißt du. Was? Ist das keinen Sinn? Aber naja, dass du jetzt tot bist, ist dir schon klar. Ja. Also, ich bin ja rausgegangen. Was? Ich bin schon rausgegangen. Ich bitte dann, wenn ich sehe, dass das keinen Sinn hat, dann gehe ich. Würde jeder normale Spieler auch machen. Okay, sollen wir mal ein Match zusammen machen? Ja. Nachdem jetzt geklärt ist, wer der bessere von uns beiden ist. Du bist ein Rascher, ich bin kein Rascher. Ich kann das.